B1.7. Begründen Sie, dass das Maß der Winkel CNBNDN für alle Drachenfähige ANBNCNDN gleich ist. So, ich habe die Zeichnung nochmal hergeholt, um zu überblicken, wo liegt der Winkel drin. CBD, das ist der Winkel hier. So, warum ist der immer gleich? Man muss dann begründen, man muss nichts rechnen. Ja, hier gibt es, denke ich, auch wieder mehrere Möglichkeiten, die man anbringen kann. Möglichkeit 1 wäre zum Beispiel zu sagen, die BNDN liegen immer auf einer Parallele zur x-Achse. Die Punkte BNCN liegen immer auf der Geraden. Dadurch bleibt natürlich das Winkelmaß immer gleich, weil sich das Verhältnis zu Parallele x-Achse bzw. x-Achse und der Geraden nie verändert. Damit ist auch der Winkel immer fest. Möglichkeit 2 wäre zu sagen, dass man hier in dieses Teildreieck hier reingeht. Ja, wir wissen, Punkt BN liegen immer 2 rechts von den Punkten CN und dadurch, dass wir eine Gerade mit Steigung minus 0,5 drin haben, ist also die Streckenlänge nach unten bis zum Schnittpunkt der Diagonalen 1. Dadurch erhalten wir hier ein rechtwinkliges Dreieck und dann könnte man zum Beispiel sagen, dieses Dreieck verändert sich nie, es sind immer 2 nach rechts und 1 nach oben vom Mittelpunkt aus gesehen und wenn ich dann Tangens ansetze, verändert sich da dieser Winkel CNBNDN niemals. Ja, das muss man jetzt natürlich noch in Worte begründen, die eine oder andere Möglichkeit. Man kann zum Beispiel aufschreiben, BNDN liegt parallel zur x-Achse. Daraus, ja, wir schreiben noch BN und CN liegen immer auf der Geraden. Ja, also eine Gerade BNCN und daraus schlussfolgen wir Winkel zwischen Parallelen und Geraden ändert sich nie. Jawohl, das wäre eine Erklärung. Das andere mit dem Drachen, mit dem Dreieck zwischendrin, könnten wir vielleicht eine Skizze zur Hilfe nehmen. Da haben wir hier CN und hier haben wir BN, den Punkt nehmen wir ein. So. Da könnten wir argumentieren, also zweite Möglichkeit, da BN immer x-Koordinate von BN schreiben, so immer um 2 größer ist als x von CN und auf der Geraden liegt. Die kann man jetzt schreiben, da soll eigentlich da heißen, ja. Kann man zum Beispiel einen Vektor angeben, kann man angeben, der Vektor von CN nach BN ist gleich minus 1, 2. Daraus folgt Tangens vom Winkel CBD, CNBNDN, ist immer gegen Kathete oder an Kathete, also 1 durch 2. Verändert sich nie. Ja, aber ich denke, das reicht an Möglichkeiten. Gibt natürlich. Vielleicht kann man auch noch andere Begründungen finden, warum das der gleiche Winkel ist. Da halt dann Rücksprache mit dem Lehrer halten. Gut, damit wäre auch die Aufgabe gelöst.